Siehst du, Bernd? Das war doch bis jetzt alles gar nicht so schlimm. Nein, mein Tag war die Hölle. Ach komm schon, Bernd, die Chili hat recht. Jetzt genieß doch erstmal mit uns zusammen die Pause. Mein Leben ist die Hölle. Kommst du, Bandy? Ich spendiere auch eine Runde Mehlsuppe. Mehlsuppe? Naja, vielleicht ist es heute nicht ganz so die Hölle. Moment, ich komme schon. Das ist doch... Das gibt's doch nicht. Busch, Schaf, ich glaube, ich habe ein Problem. Ja, ja, Bernd, wir wissen es. Du hast viel zu kurze Arme. Nein, das ist... Doch, natürlich habe ich viel zu kurze Arme. Aber ach, ich bin... Komm schon, wir haben nur Kurzpause. Eben. Ich hab keine Ahnung. Ich will es nicht. Mach, dass es aufhört. Ganz ruhig, Bernd. Das ist ja nicht zu fassen. Was hast du rausgefunden, Briegel? Bernd kann dieses Fernsehbild aus technischen Gründen nicht verlassen. Wir aber schon. Echt? Ach, Briegel, das gibt's doch gar nicht. Doch, doch. Sekunde, ich probiere gleich mal was aus. Oh! Au. Tatsache. Du hast recht, aber keine Angst, Bernd. Wir holen dich hier raus. Und ich habe da auch schon eine Idee. Nein, nein, wartet. Lasst nur, das ist doch... Mist. Musst dich nicht bedanken, Bernd. Ach so, noch was. Hoppla, entschuldige. Tatsächlich, es sehen uns noch ein paar Leute zu. Dann lass dir mal was einfallen. Was denn? Keine Ahnung, irgendwas, unterhalt sie. Hallo. Hallo und tschüss. Geht weg. Vergesst es.
Ich mach hier nicht für euch den Deppen. Mm-mm. Ich dreh mich jetzt um. Also könnt ihr auch woanders hinschalten. Schaut mal. Nein, schaut nicht. Also ich drehe mich jetzt um. Schaltet um. Genau. Ach, das ist doch albern. Ich bin in meiner Garderobe. Ach so, na klar. Es geht immer noch nicht. Ich kann dieses Bild immer noch nicht verlassen. Mist. Ihr gebt wohl nie auf, was? Aber ich hab da einen heißen Tipp für euch. Abschalten. Was? Wo kommt die Musik her? Schaltet die Musik ab. Ihr denkt wohl, ihr kriegt mich klein, was? Soll ich euch was sagen? Da habt ihr euch aber mächtig geschnitten. Okay, ihr kriegt mich platt, aber nicht klein. Hört mal. Jetzt mal im Ernst. Es ist doch schon total spät. Ihr müsst doch morgen bestimmt arbeiten. Oder zur Schule gehen. Oder sonst irgendwas ganz früh machen. Nein? Jeder braucht Schlaf. Ja, jeder braucht viel, viel Schlaf. Schlaf ist gesund. Hält jung. Mhm. So, jetzt nehmt ihr langsam die Fernbedienung in die rechte Hand. Ja. Habt ihr? Nein? Also wenn ihr das habt, dann führt ihr jetzt euren Daumen zu dem roten, großen Knopf. Und drücken. Drück doch! Na, alles klar, Wendy? Hast du endlich eine Lösung gefunden, Busch? Nicht genau. Aber ich habe einen besseren Weg gefunden, Antimaterie zu destillieren. Sie explodiert jetzt nur noch in 59% aller Fälle. Aber ich bleib dran. Was wollt ihr denn hier? Hier kommt nichts mehr. Geht ins Bett. Geht schlafen. Hallo. Hier gibt's nichts. Hier gibt es nichts zu sehen. Doch, hier gibt es was zu sehen. Und zwar ein Brot, das sinnlos von A nach B läuft. Achtung! Wie? Ihr gebt nicht auf? Nebenan ist ein tolles Testbild. Schaut da doch mal rein. So, und jetzt lege ich mich hin. Wie? Ihr seid immer noch da? Na gut. Ihr wollt Kinderfernsehen? Könnt ihr haben. Seht mal, Kinder, jetzt bin ich ganz nah. Und gleich, passt mal auf. Jetzt bin ich ganz fern. Winke, winke.
geht ins Bett. Hört ihr? Zeit für Teletubbies. Abschalten. Zeit für Teletubbies. Zeit für Teletubbies. Verschwindet! Hier gibt es nichts zu sehen. Überhaupt nicht. Zeit für... Okay, ich versuch's mit einem Lied. Schlaf, Kindlein, schlaf. Der Vater hüt die Schaf. Die Mutter schüttelt's Bäumelein. Fällt herab ein Träumelein. Schlaf, Kindlein. Schlaf, Kindlein! Okay, ich seh's ein. Das bringt nichts. Es ist nur albern. Gut. Am besten also, ich warte einfach. Bestimmt wird alles gut. Es wird bestimmt alles gut. Bernd, alles wird gut. Ist doch nicht so schlimm, in einem Fernsehbild eingesperrt zu sein. Nein, das ist kein Grund zur Panik. Nein, ist das nicht, Bernd. Also, es ist gar nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Nein. Sag mal, der hat doch gelacht. Der hat doch da gelacht. Was ist daran so lustig, hä? Ja, ganz genau. Das ist überhaupt nicht lustig. Nein, tu doch nicht so. Du hast gelacht. Ich weiß, ich hab's genau gesehen. Hör auf damit. Bernd, du drehst durch. Nein, du kannst doch nicht irgendwie unschuldige Zuschauer irgendwie... Die können doch nichts dafür. Das ist doch kein Grund. Das ist kein Grund, durchzudrehen. Nein, Bernd, es ist ja auch nicht so, dass irgendwie hinter dir... irgendwie ein grünes Fellmonster vom Planeten Knecke 4 steht oder so. Nein, das ist ja... Bernd, warum kannst du nicht einfach mal deine große Klappe halten? Es ist... Oh, es ist weg. Aber ihr... Ihr seid ja immer noch da. Hätte ich mir denken können. Also, noch einmal. Geht weg. Okay. Nein. Bitte. Bleibt bitte. Also, ihr sollt bleiben, weil... auch wenn es sich total irre anhört und gegen jede Vernunft verstößt. Bitte, ihr beiden. Holt mich hier raus. Aber gerne doch. Wir dachten schon, du wolltest nicht mehr. Bernd, was hast du da denn gemacht? Das kriegen wir wieder hin. Ja. So. Jipp. Staunst du, was? Geh doch mal runter, Bernd. Ich präsentiere den interfluxionären Raumzeit-Kontinuums-Begrenzer Megablast 4000. Stell dich doch nicht so an. Komm mal hoch. Ja. Sehr schön. Und jetzt duck dich, Bernd. Und jetzt probier's nochmal, Bernd. Bin gespannt. Hey, sieh mal. Er liegt da an den Pfandflaschen. Da ist die Pause dann schon wieder vorbei, nicht? Berndi, da hast du ja gerade noch mal Glück gehabt, was? Kommst du, Berndi? Es geht weiter. Oh,
Schnubber, Doppel, Riesen, Mist.